Hallo und herzlich willkommen zu Teil 38 von Dying Light. An meiner Seite der Smyrna. Ich hab Angst. Ich hab aber am meisten Angst davor, dass ich das blöde Ding nicht finde. Und wer hat uns den Flur voll gekotzt? Ja. Aber echt mal. Scheiß Junkies immer. So, jetzt müssen wir uns das einfallen lassen. Guck mal, da oben ist auch so eine Stahlstrebe, aber. Ich war ja auch schon da drauf. Das ist ja das Problem. Und das war aber irgendwie nicht richtig. Es ist auf jeden Fall von keiner Seite einsichtig, dass man da rein kann. Nee. Überhaupt nicht. Und hier ist überall noch Kotzerei und Seite bin ich denn jetzt hier? Wir haben ja, wer den letzten Part nicht gesehen hat, ich hing ja auf einmal in einem Bereich, den gibt es gar nicht. Wir waren auf dem Dach. Wir waren einfach auf dem Dach. Und das können wir doch, ja. So, jetzt sind wir auf dem anderen Dach. Aha. Da ist das drin. Einfach in einem offenen Bereich vielleicht. Das ist es. Meinst du? Ja, das ist es auf jeden Fall. Der stand da gerade, die Nacht bricht ein. Hast du das gelesen? Ehrlich? Ja, super toll. Hier, Belohnung, alles super, wenn du rauskommst. Wo war da hinter dir was? Auf diesem. Genau, da dachte ich, ah nee, okay. Das ist nur Verzierung. Ja, das Tolle ist echt, das ist jetzt so, boah, voll das krasse Ding abgeschlossen. Schwierigkeit schwer, kommst raus. Nacht. Super. So eine Scheiße. Wir haben auch alles da, ne? Ja, also das haben wir echt. Guck mal, da ist aber noch was. Da wird dir noch was angezeigt im anderen Raum. Ja, unter mir. Ah nee, das ist, finden Sie den Tunnel. Das ist jetzt wieder. Ach so. Quest wird ja angezeigt. Super. So, Strom haben wir abgestellt. Das heißt, wir müssen relativ sicher jetzt hier raus können. Eigentlich können wir ja hier noch bleiben. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ja, wir haben 11:30 Uhr nachts. Können wir nicht hier irgendwo schlafen? Nein. Kann man nicht irgendwie warten oder so? Nee, leider nicht. Das kannst du nur im Bett. Da geht die Zeit dann halt rum. Aber es ist ja auch, wenn man auf die Map guckt, leider, es gibt hier kein Sicherheits... Es stand zwar ein neues... Guck mal, das ist jetzt gar nicht angezeigt, weil Sicherheitsgebiet, genau, aber... Ich muss immer die Pistole gleich wechseln, sonst habe ich auch nicht die Kacke am Dampfen. Ich habe Zenk getroffen. Zuerst wollte er nicht reden. Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen. Sie bringen mich in Sektor 0. Sektor 0. Ja, sie bringen mich dahin. Von wegen. Ja, du musst, halt nur, musst die nur finden am Tunnel. Ja, musst du alles alleine machen, mitten in der Nacht. Dreckscheiß. Hallo? Aber wie heißt es doch so schön? Selbst ist der Crane. Ja, insane is the Crane. Insane is the Mem Crane. So, Nacht. Nacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Lass mich mal gucken. Also um dich rum ist ein Pilz, eine Palme und ein Totenschild. Gut, das ist das Chemiedepot. Hier haben wir... Hier ist ein Futterplatz. Ich hab so Angst. Hier gibt's überhaupt gar kein Bett oder irgendwas. Was ist das denn da für ein Riesending? Wie soll ich denn hier reinkommen? Und auch noch Nacht. Guck mal, über dir ist die Brücke noch, ne? Also, da ist die Brücke, aber die ist ja geworden. Genau, und auf die Seite musst du. Ja, also du musst auf jeden Fall da unten guck doch mal in die Richtung unter der Brücke, ob da was ist. Soll ich da jetzt hin? Ich fühle mich hier immer noch so sicher. Ja, stimmt. Ich will hier schlafen. Guck mal, macht aber keiner wieder voll, nur wieder zu. Ja, siehst. Ich finde das so unfair, dass hier kein Schlafplatz ist. Setz mich einfach in die Kiste. Vor allem, weil da eben steht, ne, Sicherheitszone entdeckt. Ja, es ist halt irgendwie auch eine Sicherheitszone, aber irgendwie ist die auch scheiße. Oh, haben wir die Kiste aufgemacht? Weil ich hier nicht schlafen kann. Ja. Du musst das zum Quartiermeister bringen, ja, natürlich. Ich hab ja sonst keine Pläne, was? Dann die Tür vielleicht auf, kann ich hier drin schlafen? Nein. Ja, kacke, ne? Wie schnell beziehungsweise langsam vergeht die Zeit? Ja, langsam. Haben wir jetzt schon eins? Nee, bestimmt. Ja, doch. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich hier die ganze Nacht irgendwie rumkriege. Das will ja keiner sehen. Nee. Also doch. Guck mal, da geht's schon. Ah, auf
auf dem Dach, glaube ich. Oder auch unten. Was war da? Achso, Donner. Guck mal, ist das eine Matratze? Ja, die funktioniert aber nicht. Wieso nicht? Ist das ein Buch? Wieso kann ich denn hier nicht schlafen? Das sieht doch total gemütlich aus. Ja, voll. Das ist doch auch sicher hier. Das ist doch ein Bug. Ist das, oh, das Buch in der Ecke kannst du nicht nehmen, ne? Das da? Ah, okay. Nein. Ich wünschte mir jetzt einfach was zu lesen. Ich hab so Angst. Hör doch auf mit dem Quatsch. Ehrlich. Hör uns auf. Toll, jetzt habe ich eine Matratze und eine Hütte gefunden und dann war die einfach nicht aktiv. Aus haben wir schon drei? 2.22 Uhr. Ich krieg die Zeit noch rum. Schalala, guck mal hier, nachtaktive Pflanzen oder sowas. Boah, guck mal, wenn du die. Vielleicht sind das ja die Pilze, die du brauchst. Da wäre so ein Pilzgebiet auch. Das wäre doch toll. Ich weiß nicht, ob es die sind. Ich auch nicht. Aber die kann man verkaufen. Ja. Hinter dir war noch einer. So, sind wir auch die Nacht rum, wa? Ein bisschen Pilze sammeln. Probier mal einen. So würde man die Nacht noch besser rumbekommen. Du wachst in der nächsten Nacht auf. Aber wie ich schon sagte, das will ja keiner sehen. Dolo. Was ist das, die Tür da rechts? Das da? In der Hütte? Ja, also davor natürlich. Ich dachte. Nein. Nö, dahinter auch nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich drücke ja immer X und ich kann hier nicht interagieren mit irgendetwas. Ich kann hier einen Strom anstellen und dann ist hier alles auf einmal wieder total die Sicherheitszone. Nein? Strom. So, da sind aber die Bösen drin, das wissen wir schon, ne? Da sind, ja. Ja, die gucken da immer so doof. Dann dreht er sich um auf einmal. Aha! Gut, dass die. Ich bin hier sicher, Leute, ich will hier nicht weg. Ich will hier nicht weg. Kann ich hier rein? Ja, aber. Das will ja keiner sehen. Guck. Ich habe in der Röhre geschlafen. Ist auch immer am schönsten, sich zu verstecken. Guck mal, 4 Uhr schon, noch 2 Stunden ist da. Guck mal, ist da ein Loch in der Röhre rechts? Siehst du das? Ist da ein Loch in der Röhre? Naja. Ich meine das nicht da, ich meine auf der anderen Seite, da ist doch so eine Röhre kaputt. Guck mal. Ja, da ist ein Loch in der Röhre. Das und könnte das nicht sein, dass das ein Tunnel ist? Nein. Ich passe nämlich nicht rein. Ach, komm. Vielleicht von vorne. Wir hätten aber auch einfach von vorne reingehen können. Es ist ja immer ein Loch in der Röhre, ne? Ja. Ist so lustig. So. Ich dachte, die führt zu irgendwas. This is my castle, but not my sleeping place. Was soll das? Was soll die Röhre da? Für den Spielplatz? Es ist gleich 5 Uhr. Komm, jetzt geh raus. Ey, was? Du wolltest das gerade selber sagen. Ja, aber wenn du das sagst, bin ich beleidigt. Vielleicht guck mal, da drin sieht man die. Guck mal, ich habe einen Scanner im Auge. Oh ja. Toll, ne? Du hast einen Scanner im Auge. Wirklich. Aber dann, die können doch nicht durch die Wand gucken. Tja, die können mich aber vielleicht hören. Stimmt. Vor allem drehst du dich jetzt um ein riesen Scheunentor. Ihr kommt da niemals raus. Oh, wait. Das heißt, jetzt jage ich die nämlich raus. Weißt du warum? Weil dann nämlich gleich Tag ist und dann, gehen die alle kaputt. Guck mal, du bist fast da. Das ist der falsche Tunnel. Oder? Sollen wir nicht einen Bus nehmen? Das hat dich an Luis auch kein Glück gebracht. Stimmt. Was war das? Nacht überlebt. Yeah. Ha, you sucker. Unbemerkt. Ich war total mutig. Du hast die Nacht unbemerkt überlebt. Ja. Und das heißt, du bekommst jetzt bestimmt voll den Bonus. Dicke Bonuspunkte. Dicke Bonuspunkte. So, Latt. Müssen wir gucken, wie guck wir mal, hier irgendwie... 6308. Müssen wir da hoch, ja? Müssen wir da hoch? Hi, morgen. Ah. L1, L1. Da warst du doch auch schon mal, oder nicht? Ja, das ist in einer ähnlichen Gegend auf jeden Fall. Ich muss mal eben
Ich raff's nicht. Moment, wo bin ich denn jetzt? Okay, die haben mich jetzt so erschrocken. Ich muss halt irgendwie da hoch, oder? Ja. Aber wo hoch? Da hoch. Wie komm ich denn da hoch? Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Hier muss das Dachbett an. Vielleicht wird das ja was bringen. Könnte sogar, ne? Das geht nicht. Nein. Ja, möglich. Doch, es geht bestimmt irgendwo, aber es ging halt nicht da. Da wohnten hier alles. Ja, da waren auf jeden Fall die Fiesen drin. Jo. Aber jetzt nicht mehr. Und da ist noch ein Medi-Wagen. Oder ist das überhaupt einer? Ja. Könntest du jetzt gar nicht so schlecht gebrauchen. Einfach. Das ist nett. Ja, sieht man gerne. Viel zu knapp. Das sieht doch so aus, als würde der Crane da so hektischer dran rütteln. Geh auf. Ja. Zwei. Super. Jackpot. Und manchmal machst du schwer, ne? Da ist ja nichts drin. Ja. So, dann muss ich da irgendwie hoch. Guck mal, das sieht doch optimal da oben auf diesem. Du musst aufs Dach. Ja, ich muss aufs Dach, aber wie komme ich denn hier aufs Dach? Ich komme schon von innen aufs Dach. Jetzt springen von innen aufs Dach? Sehr schwer. Ach komm, du schaffst das. Ach, Manu. Oh, du meine, aber guck mal, sehr schwer. Das muss doch. Das ist immer. Oh, da kommt jemand. Ah, nee. Der ist nur an den Zaun gelaufen. Das sah ja lustig aus. Ah, spult mal zurück und guckt oben auf die Karte. Siehst du das oben auf der Map? Mhm. Das sah super aus. Der kam gerade volle Pulle angerannt, bong, und dann ist er vor dem Zaun stehen geblieben. Nein, da war's doch. Da war's doch. Ja, das ist halt, so genau, in diesen Tippschritten. Oh, das ist doch kacke, ja. Ich habe mir das gemerkt, genau. Ja. Mhm. Die ärgern mich. Ich mach die kaputt. Ja, ich möchte das Schloss gern kaputt machen, aber es geht ja nicht kaputt. Was machst du denn da, Spiel? Ich habe Viereck gedrückt. Nicht das spät. Muss ich jetzt nach unten oder nach oben? Ich glaube noch ein bisschen nach oben. Nach oben? Ja. Ein bisschen. Na, dann nach unten. Ja, genau so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, es ist zu. Das war zu viel. Oh. Nein! Das war echt eine Mini-Mini-Stelle. Nee, jetzt sind wir weiter oben, ja? Aber ich. Kann ich mal. Ah, ja. Ich hab den Magic Spot. Was ist das? Primitive Hacke. Sammelt sich manchmal. Pitfighter Waffen-Upgrade. Naja, aber das kann man sich ja immer noch später angucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier hochkommen. Ja, wenigstens sind die medizinischen Versorgungswagen nicht gut gesichert. Ne. Was? Ach, das ist doch assi. Aber manchmal sind die auch wirklich assi. Wieder zwei. So, das ist nicht gut. Das möchte ich mal anmerken. Man kriegt doch nichts geschenkt im Leben. Das heißt, wohin bin ich da unterwegs? Oh. Dass die mir so viel. Das ist wer hat denn. Das ist doch kein Dach mehr hier. Wollt ihr mich veralbern? So. Ja. Da hoch? Ich muss ja auf die Brücke. Ich muss ja über den Schallschutz drüber. Wie soll ich denn sonst auf die Brücke kommen? Guck mal das. Meinst du da hinten? Ja. Da ist aber das Ding hier vorbei. Ein ganzes Stück vorher. Ja, stimmt. Schon. Probier es, wenn du da dran kommst, kommst du dran. Nee. Aber sonst, dann probierst du da vorne. Da war nämlich so eine kleine. Siehst du? Wow. So ein Vorsprung kannst du machen. Das geht gut. Oh, das geht schlecht, das geht schlecht. Okay, das war der König, der stand auf dem Auto. Wow, Mami. Lichtfalle. Lichtfalle bringt mir doch nichts. Das ist doch Tag. Was ist da denn passiert? Leute, hört auf, eure Leute zu essen. Da entstehen nur Wendigos. Glaub mir. Ich mach das nicht. Wieso habe ich einen Pfeil nach unten? Ich hoffe, das ist, weil ich auf dem Auto stehe. Nee, weil du musst da rein. Also da rein oder ja, da rein? Nee, genau.
Ja, genau. So, jetzt hat sich was aktiviert in meiner Quest. Ja, bringen Sie das Paket zum Quartiermeister, Lekrat. Sehr schwer. Treffen Sie sich in den Tunneln mit Bla. Hier. Mit den Rettern. Ach, da ist das schon. Kommt mir denn keiner nach? Dann kann ich doch mal knacken hier, oder? Ja. Da war schon die Tür. Und da waren auch zwei Medi-Dinger. Sehr schwer. Nee, ich keine Lust zu. Sehr schwer. Einfach hab ich Lust zu. Einfach super. Ich bin so gespannt. Wow. Ich bin so gespannt, was die Retter jetzt zu sagen haben. Gerettet. Was wollen sie hier? Genau, weg. Wir kennen sie nicht. Ich kenne keine eine Jay. Ich glaube, so viele Medikits haben wir noch nie besessen. Nee. Auf einem Haufen. Never ever. Weg hier. Das ist so ein gelber. Weißt du? Ah, du hast den Schnaufen gehört. Ja. Ja, nee, dann. Dann bin ich auf das schwere Schloss da abgelassen. Ja, nö, habe ich keinen Bock drauf. Nee. Da sind eh mal so Waffen drin und da bin ich im Moment eigentlich ganz gut bestückt. So. Ha, sie hat gut bestückt gesagt. Nee, ja, als Mädchen darf ich das. Ich habe Zenk getroffen. Ach, das hat er doch. Zuerst wollte er nicht reden. Erzählt. Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen. Sie bringen mich in Sektor 0. Also muss er einfach nur Leuten die Hand abschlagen, den richtigen, und dann... Ja, ist alles so eine Knastmentalität. Dann werden sie geholfen. So, mein Fahrrad, hier habe ich es geparkt. Das ist ein altes Klapprad. Super. Gott sei Dank habe ich mein Fahrrad wiedergefunden. Mann. So, da kann ich wieder raus. Mach ich aber nicht. Das wäre jetzt mein typischer Move gewesen. Ja, was erstmal das? Reingehen. Klopfen. Mach. Crane? Das ist das Passwort. Richtig. Schön, dich kennenzulernen. Hasan, der Name. Ich bin dein Reiseleiter. Ich komme vor wie bei Metro. Ja, ein bisschen, ne? Warst du es auch, der Jake geholfen hat? Wem? Kommt von hier. Dunkle Haare, hübsch. Taffes Auftreten. Kann sein, wir fragen nicht immer nach dem Namen. Das kommt mir aber komisch vor. Ja. Wollt ihr mich jetzt irgendwie in den Tunnel sperren? Der schubst mich da jetzt rein, also dich. Na, noch werde ich nicht geopfert. Folgen Sie Ihrem Führer. Ja, da habe ich Probleme mit. Ja, ja, da sollte man auch Probleme mit haben. Ja. Möchte ich nicht so gerne machen. Blinder Gehorsam ist nie gut. Nee. Wenigstens sieht die Brühe nicht so aus, als würde sie da direkt. Boah, ich weiß nicht, wo ich jetzt hier bin. Es gab immer diese unterirdischen Städte bei Fallout 3. Ja, wenn ich das jetzt hier in dieser Grafik sehe, denke ich so, ach, das neue Fallout, das könnte so schön werden. Wird so hoffentlich gut. Wird das schön. Guck mal kurz, ob die da irgendwas sind. Es ist Mr. Crane, das ist der Junge, der hat seinen Sohn entführt. Den hol ich erstmal ein paar von dem Mann. Ja, aber ordentlich. So trifft man sich wieder. Davut, wir müssen uns mal unterhalten. Die Sache mit der Actionfigur tut mir leid, aber ich konnte nicht riskieren, dass du mir folgst. Diese Typen haben eindeutige Regeln. Und was ist mit Selma? Zwischen uns ist es aus. Darum geht's nicht. Worum geht's dann? Du weißt, dass ich immer noch die Waffe habe, oder? Crane. Wir haben hier eine Regel. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Entweder du befolgst sie, oder du bleibst hier. Verstanden. Tja, vorerst, Leute. Nur solange Leute mit einem Maschinengewehr hinter mir stehen. Aber wir sehen uns nochmal wieder, Junge. Ja, willst du mal das Bling-Bling machen, damit wir gucken, was wir noch einsammeln können, da, bevor wir bestimmt mit denen das ja verlassen? Gut, cool. Ab hier bist du auf dich allein gestellt. Der Weg ist markiert und wir stehen per Funk in Verbindung. War mir ein Vergnügen. Ja, da hat uns ja wahnsinnig geholfen. Ja, der hat uns jetzt gerade 10 Meter gebracht, oder was? Hätte ich niemals geschafft. Einer nach dem anderen. Und er dort geht als Erste. Aber wir warten schon viel länger als er. Nicht meine Entscheidung. Wartet hier. Wir werden nicht viel länger als er. Vor allem seid mal froh, dass wir zuerst gehen. Ja, ganz klar. Und dann muss ich rein. Ich habe schon den Ausgang gesehen. Wollt ihr mich veralbern? Das Qualmten ist grün. Ha. Leute, I'm dying there, you know? Boah.
Gut. Sollten wir mal schwimmen. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Ja, ja. Jo, da hinten ging es nicht lang. So viel Zeit muss sein, ne? Das mal eben zu checken. So, jetzt überall ein Gitter. Ich komme hier nirgendwo hoch. Ich sehe aber auch eh keine Luftanzeige von dir. Latent, oh, guck mal, Klaus, das ich hoffe, die sind wirklich tot. Na, ich würde mal irgendwie umschauen. Ja. Später erst. Ja, ja, ich denke. Okay, aber da komme ich doch so aus dem Stand, muss ich doch erstmal da rüber dann. Hoch, genau. Okay. So. Kann der das greifen? Nee, kannst aber davor noch. Komm schon, das hast du doch gerade auch gemacht. Ja, das hat ihm nicht gefallen, der Spot. Nee. So, das meine ich mit der Weg ist markiert. Von hier soll ich springen und dann nach da. Ihr wisst schon, dass das eine Ecke ist. Also das ist eine... Na gut. Der Crane schafft das. So, gibt's hier noch irgendwas? Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Nein. Hier rein. Eklig, was hängt da von der Decke? Ist alles nur Moos. Ich bin nicht so. So der Teenage Mutant Ninja Turtle. Passt wie Faust aufs Auge. So, gut, da gibt's nichts. Da soll ich hin? Nee, nee. Du musst. Ja, ja, eigentlich ja, aber jetzt erstmal nicht. Genau. Jetzt muss ich den Markierungen folgen. Die haben das ja total markiert. Hier, ja, Pfeil, guck sie da. Ach gut, das ist eine Leiter. Jetzt spring mal dahin. Wenn es nicht schaffst, bist du tot. Pech gehabt. Kannst du auch noch ohne. Nein. Gut, gut. Wollte ich aber auch wissen. So, hier ist die Leiter zu Ende. Boah, das war ja gerade wie eine Achterbahnfahrt. Das war gar nicht so toll. Das sollte relativ sicher sein. Aber der ein oder andere Infizierte könnte auftauchen. Ist doch kein Problem, oder? Nein. Alles andere hätte mich auch überrascht. Was musst du mir noch sagen, Schatz? Ich darf die Waffe nicht benutzen. Ja, richtig. Benutze die Waffe nicht. Warum nicht? Weil ich ja nicht mehr in einem sicheren Bereich bin. Da kommen ja, sie alle. Wollen sie alle mitspielen. So. Geile Musik. Baum, 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 baum. Wann kommt der Erste? Jetzt, wo der das gesagt hat, lässt er doch nicht lange auf sich warten, oder? Der erste Freak. Da. So, der Pfeil zeigt auch noch da. Dann gehen wir nochmal nach da. Da ist nix. Da ist auch nix. Na gut, wissen wir das. So, wo ist denn die Lady, die mich ärgern möchte? Guckt euch das mal da hinten an. Es dürfte ein bisschen Probleme geben, hat er gesagt. Soll ich für die vielleicht eventuell den Weg reinigen? Kann es sein, dass ich hier ein bisschen missbraucht werde? Sieht fast so aus, ne? Du hast ja noch eine Granate? Nee, hast du nicht mehr. Nö. Ich hatte ja nur Alkohol, aber ich brauche da immer noch was anderes. Schnur, Flaschen und so. Oh, guck mal, das ist ein Gewehr. Wo? Da. Aber das kann ich doch nicht benutzen. Inventar voll. Boah, hast du gesehen? Das ist eine Schrotflinte. So, mein Inventar ist voll und eine einfache Sichel, die kann nicht mal zerlegen. Ja, 104 brauchen wir nicht mehr. 105. Oh, nicht! Was hat er getan? Ja, noch nichts. Oh, panisch. Das war meine hysterische Stimme. So. Aha, doch gleich eine Schrotflinte. Willkommen! Da noch was drin? Ich hab, oh, guck mal, das könnte ich doch einmal einfach auf dieses Fass schießen, oder? Was meinst du? Mit der Pistole aber, ne? Ja, ja. Oh nein! Ach, das war nur Wasser. Ich hab mal auf Flüssigkeit geschossen. Ob sie es auch mal probieren? Doch, klar. Also den Fliegen sehen? Ja. Etwas schön gegen die Wand geklatscht. Aber das zieht an, die Leute. Kannst du da jetzt rüber auf die andere Seite? Nee, ne? Darüber, da muss ich noch ein Stück weiter gehen. Nein. Ach, das kann er auch so, das ist ja noch besser. So. Haha.
Södele, du musst mir jetzt lang. Hast du noch mal einen Pfeil gesehen? Nee. Da holt es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, du kommst wieder hoch. Ja. Sehr gut. So, Fertigkeitspunkte erhalten. Das ist schon mal super. Ich habe die vor allen Dingen in die Flammen gelockt ein bisschen. Ja. Aber ich sehe keine Pfeile mehr. Wo ist eine Markierung? Ja, du musst auf jeden Fall weiter geradeaus. Meinst du? Ja, ja. Guck mal, es gibt keinen anderen Weg. Kalkstufe. Ne, da gab es keine Abzweigung oder irgendwas, nee. Ne? Was ist das denn? Ein kräftiger Schlag auf den Boden bringt ihre Feinde zu Fall. Drücken sie zum Ausführen Kreis, während sie in der Luft sind. Ach, das ist wie so ein... Ach so, das ist ja geil wie bei Infamous. Genau. Ein kräftiger Schlag, der ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Den hatten wir aber schon mal gesehen. Genau, ich nehme mal den Ground Pound. Ja, warum nicht? Das Ground Pound Day. Genau. So, die Map sagt mir nicht so viel, ne? Hier was. Der Feuerwehrmann, der macht mir ein bisschen Sorgen. Guck mal, da ist ein Rad. Ventil, alles klar. Da ist ein Rad. Hast du noch die Möglichkeit, Molotovs zu bestellen? Ja. I don't know. Nein. Nix kann ich machen. Mann, ey, jetzt würde ich das gerne machen, entflammbare Flüssigkeit und dann... Mhm. Ich kann höchstens schießen und hoffen, dass hier nicht mehr reinkommen. Ich weiß ja nicht, von wo die kommen. Ja, vielleicht. Aber vielleicht lassen die sich dann von da oben einfach fallen, das ist ja... Ja gut, aber dann hast du wenigstens schon mal die Dicken weg, ne? Also... Immer diese Werferei, nur weil ich aus... Vielleicht kannst du da auch jetzt mal die Schrotflinte ausprobieren. Schrotflinte? Oder meinst du, die ist sehr laut? Ja, leise wird die nicht sein, ne? Aber wenn du die mal sehen möchtest, machen wir das mal. Ja, ich will sie sehen. Da ist sie doch. Eieiei, jetzt merke ich vielleicht mal zu zielen. Ich dachte auch eher auf die Gruppe unter dir vielleicht. Aber die sind nicht so schlimm. Der ist schlimm. Vielleicht dann... Das bin ich auch zu weit weg, ne? Ja, probier nochmal die Pistole. Genau. Ich sah auf jeden Fall danach aus, als hätte sie getroffen. Da ist der wütend. Face Shots kann er denn abhaben? Ja. Tja. Glaubst du, er kann so nicht sterben? Doch. So. Ja. Jetzt hast du ihn. Oder wird weiter schießen? Die sind irgendwie nicht mehr dazugekommen. Nee, ich würde auch mit schießen. Wie viel Schuss habe ich denn noch? Ich glaube 30. Ja, genau 30. Ah, Kacke. Entschuldigung. Halt, bleib doch stehen. Ich hatte dich gerade so schön im Visier. Bitch. Gut, nehmen wir dich zuerst. Ah, gereicht. Auch sehr schön. 25 Schuss noch. Das sind aber auch nicht mehr so viele. Nee, ne? Kann die olle so, Hippe. Dann gehe ich mir jetzt mal hier hin und dann kommt ihr mir nach. Du bist das nur. Guck mal, zwei. Ja, Was ist denn hinter dir denn überhaupt gewesen?
Let's find out. Yes. Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt hier voll am Wegdrängen. Nee, das tut mir leid. Ich wollte mich auch nur anlehnen. Ich hatte ein bisschen Angst. Lean on me. Open the gate. Zu Sektor 0. Was ist denn Sektor 0? Ich hab mich aufgepasst. Sind wir da in Sicherheit? Ist der Sektor vor 1. Oder ist da die Kacke noch mehr am Dampfen? Ich weiß es gar nicht. Was hat der denn eigentlich dabei gehabt? Boah. Jede Menge Kohle. So, wo ist denn der Zugang jetzt? Ah, hier. Ich bin aufgeregt. Kann ich die Tür wieder hinter mir zumachen? Nein. Das finde ich aber blöd. Aber kommt doch keiner mehr nach. Man könnte den ja wenigstens... Mama! Ah, da ist er, der explodiert. Vorsicht, du bist in die Flammen. Ja, jetzt halt dich doch irgendwo fest. Kann er so schnell laufen, warum? Durch die Flammen durch. Ist der jetzt schon explodiert? Keine Ahnung. Mein Essen, das war aber mal panisch, ne? Naja, keine Ahnung, ob ich den überhaupt nicht abgehangen habe. Hoffentlich ist das jetzt einfach verbrannt. Du, weiter. Warum sucht denn der Crane so? Was klingt das hier, oder was? Der ist einfach angestrengt und konzentriert. Zeit. Oh, wer bist du denn? Ist kaputt. Wow. Guck mal. Mami! Außerdem weiß ja, dass der wahre Weise, ne, weiß, dass die Stärke darin liegt, Schwäche zu tragen. Und deine Schwäche ist, dass du teilbar bist. Das ist ja nicht. Das ist aber gut. Oh, Mensch. Hier, hier, hier. Das ist aber mal wirklich gut mit euch. Volker-Musik finde ich jetzt ganz lustig. Wenn ich hier schon so eine Massenaufgabe bewältigen muss. Ihr müsst das sehen. Ich werde wirklich hier weggedrückt. Ich bin so angespannt. Und ich habe das leider auch, wenn dann eine rechts von mir ist, dann sehe ich mich nach rechts und so. So, das sieht war ganz ruhig hier. Das ist nur ein schweres Schloss, kein sehr schweres. Das erkenne ich jetzt. Oh Mann, das ist ja schon wieder, sind wir schon wieder ewig dabei. Ich will das noch nicht alles nochmal neu machen hier. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das speichert. Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Yes. Nee, das muss dann halt auch mal sein, ne? Man muss dann halt auch mal durchziehen. Wir wollen ja hier mal weiterkommen in der Story. Wir haben, glaube ich, gerade mal 32%. Und das gehört ja immerhin zur Hauptsache. Oh, guck mal, da liegt ja auch ein... Teddybär. Ja, nicht nur. Guck mal, da liegt ein Gewehr auch wieder. Stromkabel ist auch super. Ne? Gewehrmunition, die ist voll. Ehrlich jetzt. Alles voll. Ich hätte mal das Gewehr benutzen sollen und Scheiß. Was habe ich da eingesammelt? Marvins Eintrag. Das konnte ich aber jetzt nicht dafür. Das konnte ich ja nicht halten. Aber das Gewehr nimmst du dir noch mit. Da liegt noch ein Gewehr. Ja. Ich habe die Munition gesehen. Eigentlich genau inmitten der Munition. Da hast du das Gewehr vor lauter Munition. Ja, es ist immer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was? Nur Kaffee? Und da lag, glaube ich, noch rechts so eine Flasche oder so neben der Kiste. Ich weiß da. Alles ist alles gut. Kommen wir nochmal. Da sind noch jede Menge Sachen. Geld. Mehr Munition. Nickes, Sprühdose. Aber gut, mit Chemikalien, Sprühdose und so. Vielleicht können wir bald doch mal wieder irgendwas herstellen. Schnur ist auch sehr wichtig für Molotovs. Nee, dafür brauchen wir Mull. Nee, das ist Ich glaube, wir brauchen auch so eine Schnur, die man anzünden kann. Stimmt. So, jetzt sagt er mir, soll da lang. Da hoch dann oder was? Nein. Ja, jetzt aber witzig. Hier, wo kann ich denn... Muss ich das irgendwie in die Luft sprengen oder wie stellen die sich das vor? Ist das hier vielleicht nur ein Gimmickraum und der Ausgang war da vorne? Ah, so. Da! Da! Du bist ja toll. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. So, jetzt muss ich hier noch das mitnehmen.
Da Müll, sehr Müll gut. Super. So, was geht's da lang? Was ist hier? Nichts. Ah. Oh, Spookies. Hoffentlich. Ach, sollen wir nochmal schießen, oder? Ja, ja. Ich versuche hier gerade. Jetzt hab's. Ey, das war doch mies. Ja, die Frage ist nur, wie... Ja, oben lang. Ich muss jetzt eben gucken, wie ich komme. Wie komme ich oben lang? Wie komme ich denn jetzt da? Da stoße ich mir doch jetzt im Kopf. Du musst auf die Säcke unten. Und dann aufs Gitter. Auf die Säcke, ja, und da dann aufs Gitter. Ich muss ja irgendwie hier oben lang. Aber da oben geht's weiter. Die Röhre da hoch vielleicht. Ich komme dann. Ich muss irgendwie an eine dieser Röhren ran. Also kann man die Röhre denn vielleicht da hochklettern so? Weißt du? Also, ich weiß es nicht. Aber. Oh. Ja, das ging schon mal. Ich bin hier dran. Guck mal, kannst du so da. Oh. Vielleicht auch auf die Röhre stellen, ne? Dann das wird das fast müssen, oder? Das ist kein vom Ende bis da. Kann ich jetzt hier weiter? So weit springen? Boah, das kann sein. Boah, ich hab Angst. Da springe ich auf jeden Fall mitten in die Scheiße. Ja, ich würde gar nicht drauf, glaube ich. Nein? Oder ja, doch, doch, genau. Vielleicht. Leute, ey. Okay, du musst wieder hin, dann... Die Röhre. Hin, ne? Ja. Einen Versuch noch, Leute. Da muss ich echt mal tschö sagen. Das wird ja mega lang. Ach komm. Das hat er jetzt wieder nicht angenommen. Komm jetzt da hoch. R1, ich drück R1. Achso. Stand anscheinend, ja, ich drück das auch. Aber anscheinend stehe ich hier nicht so, wie er das möchte. Jetzt ja. Ist noch höher. Was, ey, das ist also wirklich, habe ich noch nie gesehen, so eine Parcours-Ketterei hier. Ja, jetzt verstehe ich es halt nicht, weil jetzt macht er nicht weiter. Nee, jetzt genau. Jetzt aber wenn ich jetzt springe von hier, dann sagt er, nee, das geht nicht. Da beim letzten Mal bist du auch da. Ja, genau. R1, kletter doch einfach, anstatt zu springen. Wo muss ich denn jetzt stehen, dass ich dir bin? Hier? Nee, hier ist auch nicht richtig. Hier jetzt. Also ich kann euch versichern, ich drücke nur R1 und den Stick nach oben. Sonst, das andere drücke ich nicht. Aber irgendwie, he's going action anyway. Nee, das war auch nicht richtig gut. Da muss ich von da oben direkt zu dem anderen. Oh. Ja. So, und dann hangeln wir uns wieder. Hangeln. Lieber versucht direkt zu springen und nicht an die Seite, oder? Ja, also willst du da drauf jetzt auf zu drücken und nochmal mit? So, und dann direkt. Ach komm, da kannst du vielleicht auch an die Seite springen. Nee, gar nichts. Aber du verlierst auch keine Energie, glaube ich. Nee, das jetzt nicht. Das ist nicht so toxisch hier. Nee. Einfach nur scheiße. Warum steht denn da R1, wenn ich es nicht benutzen kann? Ja, das ist, Weißt du? Ja, ich drück nichts, wenn man mir guckt. Ich drück halt, ich hab noch nicht mal mehr dann hoch und runter gedrückt, weil ich dachte, ich finde das dann halt auch blöd. Sondern wirklich nur R1 und trotzdem hat er es dann nicht genommen. Guck mal, und jetzt können wir mal. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ich hab dann einfach losgelassen, diesmal, statt sich hochzuziehen. Gibt's echt nicht. Ich kann aber auch jetzt hier, das ist ja so total bescheuert. Das ist ja noch blöder als letztes Mal, als ich den Bahn aufgehört habe. Oh Mann, aber ist auch schön, ne? Cliffhanger für die nächsten Parts. Der Cliffhanger. Ja. Das ist es wohl. Ein Rohrhänger. Jetzt mach doch weiter. Geh doch einfach weiter. So, dann gehst du nach oben.
Und dann bleibst du mal locker, genau hier. Und dann springst du jetzt an die Wand. Ja, so, sehr gut. Und so. Jetzt bist du nämlich drüben. Alte Arschgeige. Crane, ehrlich. What the fuck? Das war jetzt nicht so schwer, oder? Genau. So, hier hin. Oh, was hier jetzt los? Nein! Noch mehr! Guck mal, siehst du die Rohre? Da. Aber naja, aber das kann nicht sein. Ah doch, okay, du musst bis da ganz links und dann darüber, oder was? Dann dahin. Das kann er. Nö. Soll er auch nicht anscheinend. So, weil er kommt da sonst nicht weiter. Ach Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann hier noch ein paar Stunden dauern, bis wir ja auch mal ansatzweise sowas wie einen Ausgang gefunden haben. Ah, jetzt weiß ich. Ich muss von dem Rohr da auf dieses Ding und von diesem Ding aufs andere Rohr. Ja. Gut. Was? Ich muss auf dieses Ding hier. Genau. So. Und dann von da muss ich jetzt hier balancieren und dann zum anderen Rohr. Ja. Mach. Würde ich jetzt mal bauen. Ja. Das war ich selber schon. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ja, einen Cliffhanger machen. Ja, müssen wir. Gut, Leute, im nächsten Teil wird wieder gehangelt und ihr seid mitgefahren. Genau. Tschüss.